Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Pokémon Revolution Online. Und heute geht es so weit, dass wir uns den Giovanni vorknöpfen, den Obermacker von Team Rocket. Und naja, so ist es perfekt. Wir gucken mal ganz kurz. Pokémon sind alle voll ausgerüstet. Haben wir noch Elixiere da? Also ein Beleber haben wir noch. Ja gut. Den werden wir auf jeden Fall brauchen, den Polywrat. Jo, scheiß drauf, wir... Schade. Wir klatschen, versuchen ihn jetzt einfach mal wegzuhauen. Komm hier, ab, ab. Jo, da werden wir nicht weit kommen. Das weiß ich jetzt schon. Holy! Ja. Alles klar. Das zeigt mir schon, dass er sehr stark ist. Wir switchen direkt auf. Na. Unsere Kaulquappe. Nee, Watergun. Komm, der müsste instant down sein normalerweise. Sehr schön. So, ein Onix. Komm. One hit. Please. Sehr schön. Ja, ja. Was? Der lebt noch? What the fuck? Hey, geh doch endlich mal down! So, das dämliche Katzenvieh, wir switchen direkt auf Glurak. Was, ich kann... Warum? Body Slam. Wir haben jetzt zum Glück noch ein Elixier, falls noch ein Stein-Pokémon kommt. Elixier, ein Beleber. Ja, komm. Mach mich staunen. Ich hasse Katzen. Nicht nur ein Pokémon. Aber los, Glurak, du machst es jetzt hier. Dragon Rage. Was ist los? Holy. Alter, wieso hat der mich so runtergeboostet? Hier, komm erstmal her, Pflänzchen. Items. Da, Beleber. Was beleben wir denn jetzt wieder? Dragon Rage hat nicht wirklich Schaden gemacht. Aquaknarre wird auch nicht wirklich Schaden machen, obwohl es ein Boden-Pokémon ist. Wir versuchen es einfach. Ja, komm, ist ein One-Hit bei dir. Wir gehen direkt einfach mal jetzt auf Pikachu. Vielleicht kann man mit dem noch ein bisschen was reißen. Wir nehmen... Was nehmen wir denn? Wir versuchen Elektroball. Leck mich doch! Wenn er den jetzt auch noch umhaut, dann... muss ich trainieren. Versuchen es einfach, Watergun. Ey, das ist ein Scherz, oder? Das ist ein verkackter Scherz hier. Komm, verletzt.
Jo, alles klar, du verkackter Mistvogel. Jetzt müssen wir wieder warten, bis die Rocket-Mitglieder da weg sind. Haben wir ein Schwein gehabt. Ja. Wir werden uns erstmal wieder ein bisschen Stuff holen. Obwohl ich nicht mal so viel Geld hab. Aber wo holen wir uns denn? Das ist eine gute Frage. Könnte ich bei dir irgendwas kaufen? Nee. Pokebälle. Nee, du sollst mir nicht erklären, es hat noch was zu kaufen. Leber haben und ein paar Potions. Nee, ich will doch keine. Nee, also. Muss ich jetzt in die andere Stadt wieder zurückgehen, dass ich mal an einen verkackten Beleber komme? Wie hieß denn das Ding überhaupt nochmal? Haben wir es doch. Zwei Stück reichen aus. Holen wir uns ein paar Potions dazu. So. Hey, nee, raus hier. Das ist mir alles zu überteuert. So. Als erstes kam Nidoking, dann kam Onyx, dann kam das Katzenvieh und dann kam. Hey. Warte mal, was kam als erstes? Nidoking? Rizaros, Rihorn oder irgendwie das heißt. Dann kam Onyx, dann kam das Katzenvieh und dann kam Nidoking. Als erstes Poliwrath, dann Glurak. Glurak wurde ja wieder instant down gemacht, dann von Nidoking. Aber Dragon Rage hat bessere Wirkung. Beziehungsweise die Feuerattacke von Glurak. Das heißt, wir müssen eigentlich Glurak als letztes in den Kampf schicken. Das werden wir schon hinbekommen irgendwie. Jetzt erstmal wieder den scheiß Weg da runter zu finden. Ne, das war falsch. Ich muss dort hin. Ja, dahin. Dahin und dann hier runter. So, da sind wir auch schon. War das jetzt hier hoch? Nee. Dann ab in den Fahrstuhl. Die drei. Also, als erstes mit dem da. Dann so. Pikachu und Bellsprout bleiben zum Beleben, dass ich Beleber nutzen kann. Und eventuell einen Trank. Jo.
auf jeden Fall schon mal besser aus. Sehr schön. Ja, die verkackte Sandballe. Ja, komm, das ist jetzt nicht so wild. Ja, immer Body Slam, wenn er mich durchlässt. Nee. Natürlich nicht. Jetzt ist die Frage, nehme ich erst Hut oder nehme ich direkt Glurak? Das ist ein Normal-Pokémon. Wir benutzen einfach mal Glurak. Hut. Mit extra Sensorie. Ja. Leck mich doch am. Gut. Ja, alles klar. Das war schon egal, was ich auswähle. Jetzt direkt Glurak nehmen. Wir benutzen einfach mal Flame Burst. Warum zieht das so viel ab? Das ist doch eine reine Verarsche hier. Ja, Flame Burst. Zieh durch. Jo, gut. Also Glurak wiederbeleben. Da. Unsere Pflanzenknospe. Items. Hier beleben. Ja, der ist down, ist nur Schnuppe. Pikachu. Jetzt heilen wir natürlich Glurak nochmal voll. Wir haben leider noch Potions. Lol, alles klar, One Hit. Ich glaube, Pikachu müsste sich auch langsam mal entwickeln lassen. Ne? Aber der lernt mit Level 40 irgendwann noch eine Attacke. So, jetzt hier, Flame Burst. Zieh durch. You can. Gut. Schade dir bitte selber. Sehr schön. Das war's mit dem Arsch. So, wir müssen ganz kurz was aufschreiben. Jo. Da war er weg vom Fenster. Der alte Italiener. Ja, das interessiert mich nicht, was du hier vorbrabbelst. Wir haben das Silph-Scope gefunden und was mache ich jetzt damit? Mal so ganz doof gefragt, was mache ich damit? Ja. Die müssten alle weg sein. Wieso sind denn die noch alle hier? LOL. Hier. Leck. Mann, ey. Ja, komm, lauf schneller. Mal ganz kurz warten, ne? Mann.
Nehmen wir das. Nein. So, das dort hin, das kommt ganz runter und das so. Wir haben das Silphscope, wie auch immer. Das muss ich allerdings jetzt auch irgendwo hinschaffen. Die Frage ist nur, wo? Das ist oben zu diesem alten Opa, von dem wir dann Evoli kriegen. Da rein. 3. So, bin ich mal gespannt. Gibst du mir jetzt irgendwas? Nee. Leck. Silphscope Max. Ah, da komme ich in den Geisterturm rein. Alles klärchen, ich würde sagen, aber wir holen uns vorher noch natürlich den nächsten Ordner. Mit Glura können wir ja hier durchwandern, wortwörtlich. Die besitzen ja nur Pflanzen-Pokémon. Vorher müssen wir noch mit dem Polizisten sprechen. Wo ist er? Da unten ist er. Lol. Warum steht dort unten immer noch ein Rocket-Mitglied? Ah, jetzt! Da unten ist ein Pokéball. Den snacken wir uns jetzt noch schnell. Was auch immer das war. Ich habe nichts gelesen. Oh, da ist noch ein Pokéball. EP ab. Die Sachen könnte ich eigentlich alle mal verkaufen, damit ich mir ein bisschen Money habe. Ja, hier wird auf jeden Fall Glurak als erstes ausgewählt, oder? Ich könnte Nocturne auch ein bisschen leveln mit seiner Schnabelattacke. Jo! Das ist nicht instant down? Holy moly. So, was kommt jetzt? Ja gut. Level up haben wir auf jeden Fall drin. Sehr schön, weg vom Fenster. Ja, viel Geld kriegt man hier drin ohne wirklich. So, die nächste Pflanzendame. Ein Ofwei. Das haben sie wirklich gut gepixelt, kann man hier sagen. LOL, was ist? Das ist ein halbes Psycho-Pokémon. Ja, und ich bin verwirrt, ist klar, ne? Nein, ruhig bleiben, ist nur ein Spiel. Nur ein Spiel.
Du machst mich doch jetzt nicht ernsthaft down mit dem Vieh, oder? Ich hab zwar noch einen Beleber, den will ich mal für den Arena-Kampf aufheben. Hier, Glutattacke, müsste vollkommen ausreichen. So, Level up, sehr schön. Das freut mich. Ich würde sagen, die alte Mama noch. Die Jane. Oh, ey. Dieser Samen, dieser Knospen. Ist ja ein reines Pflanzen-Pokémon. Ja, macht schön Damage. Dein Ekelsamen kannst du behalten. Ne? Ha, du bist down. Geil. Und gleich nochmal ein Level up. Drei Level up Sitze in der kurzen Zeit. Das gefällt mir. Was ist denn jetzt los? So. Das war's aber auch schon mit der Folge. Ziel erreicht, wir haben Giovanni umgehauen. In der nächsten Folge holen wir uns dann den neuen Orden. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Kommt auf meinen Discord, Link ist in der Videobeschreibung. Da erfahrt ihr alles über meine neuen Projekte, die geplant sind, die laufen. Was in Zukunft noch kommt. Ihr könnt euch dort auch für meinen Minecraft Vanilla Server whitelisten lassen und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge Pokémon. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye!